Liebe Freunde, die Reise geht weiter. Den Mann, den kennt ihr hundertprozentig. Zumindest alle die, die wir auf Sony unterwegs sind. Ich sag mal ganz vorne, hallo Lachs. Hi. Schön, dass du bei dem Stress, den du da auf dem Stand hast, jetzt mal die paar Minuten gefunden hast. Ja, total gerne. Ich freue mich voll. Ich freue mich auch. Und ich hoffe, du freust dich auch noch, wenn ich die Fragen, die ich dir jetzt gleich stelle, raushau. Raus, komm. Weil, ich sage hier immer auf meinem Kanal, ganz wichtig ist, nicht womit wir fotografieren, sondern dass wir fotografieren. Ja. Mich ärgert immer, wenn, das ist viel besser. Nee, das ist alles geil. Jeder muss seine Kamera finden. Das finde ich total witzig, dass du es sagst, weil ich werde ja oft gefragt, du sagst ja immer nur positive Sachen. Ja. Ziel meines Kanals ist, dass Leute Spaß an Fotografie und Spaß am Film haben. So. Und man kann immer sagen, was nicht funktioniert. Man kann aber auch einfach zeigen, was man damit anstellen kann. Und absolut. Das ist eigentlich viel wichtiger. Absolut. Weil das ist ein einfach wahnsinnig schönes Hobby. Egal, ob man jetzt Bewegtbild absolut. Oder Standbild absolut. Macht. Ne? Absolut. Ich hatte, muss ich gestehen, eine Phase so ungefähr vor einem Dreivierteljahr, wo ich einfach mal nach rechts und nach links geschaut habe. Und ich muss gestehen, wenn ich von Nikon abhauen würde, würde ich auf Sony wechseln. Das ist einfach von der Bedienbarkeit. Ich habe auch noch eine ZV-1, einfach so zum Vloggen immer so ein bisschen. Und wo ich sage, ist natürlich ein bisschen anderes Konzept, aber schon ähnlicher. Canon, finde ich, ist ein bisschen anders. Das liegt mir nicht so. Aber weißt du, was ich nicht raff? Und das ist jetzt meine erste Frage. Ja, ich bin einfach nicht in der Lage. Ich habe es echt mal gegoogelt. Die Typen und Markenbezeichnungen der einzelnen Baureihen. Mhm. Kannst du das für einen Doofmann mal irgendwie... Ist super simpel, wenn man es einmal verstanden und durch die erklärt bekommen hat. So, du hörst auch also, zu Palawan, ne? Der Lachs erklärt jetzt. Wir haben natürlich die ZV-Serie. Ja. Und die ZV-Serie ist für Content Creator. Das heißt, die Grundidee ist nicht, dass die Person fotografieren oder filmen lernen möchte, sondern die möchte ihre Ameisenfarm zeigen oder ihr Hobby oder ne, wie die bei uns auf dem Stand der Barista. Der braucht eine Kamera, die einfach zu bedienen ist. Ja. Er drückt einen Knopf, du machst den Hintergrund unscharf, du drückst einen Knopf, das immer vorderste Motiv ist scharf. Das ist die Idee der Kamera. Darf ich da ganz kurz mal reingrätschen? Also für mich war so der Anfang die ZV-1. Ja, genau. Dann kam ja, ich glaube, die E10. Genau, die hat den größeren Sensor. Immer, wenn da E dabei steht, ist E bei genau. Also Wechselobjektiv. Richtig, genau. Und dann kam die F1. Ja, die 1F. Das und das so habe ich persönlich jetzt gar nicht verstanden. Festbrennweite, ne? Genau, das ist jetzt eine ganz kleine, leichte und vor allem viel günstigere Kamera. Okay. Also da geht es eher um den Einstieg, für den ja bisher nur mit Smartphone arbeitet, der aber sagt, ich will eine höhere Qualität. Und dann kam die ZV Mark II. Genau. Genau. Die ist jetzt gerade erschienen, genau. Ne? Mit dem anderen Objektiv, 18 bis 50 mm, also weitwinklig. Ein bisschen weitwinkliger, du wirst sie kaputt lachen. Ich hatte jetzt die Wahl, ich habe mir trotzdem wieder die alte geholt, weil ich die 1,8er Offenblende bei Dunkelheit einfach... Ja. Aber das ist ja das Schöne, es gibt ja beide und für jeden ist die richtige dabei. Weil der eine sagt, na, ich brauche aber viel weitwinkliger, wenn ich mich aus der Hand selber filme. Ja. Und der andere sagt, nee, ich suche aber eine Kamera, mit der ich eben auch bei wenig Licht oder bei schlechten Verhältnissen tolle Ergebnisse bekomme. Machen wir mal einen Haken an die ZV-Serie. Ja. So, ich sag mal, ab da, wenn Alpha davor steht, die 6er-Serie, die habe ich, 6000er-Serie habe ich auch noch verstanden, das also, ist einfach alles APS-C. Genau, alle vierstelligen Kameras immer APS-C, das ist die neueste, die 6700. Und dann gibt es natürlich die 7er, die 9er und die 1er-Serie. Und alle, die nur eine Ziffer haben, sind im Prinzip die Full-Frame-Kameras. Also haben wir bei der 7er ne, die 7 Mark IV aktuell, die 7 S3 und die 7 R5. Das sind jetzt die unterschiedlichen Generationen, aber diese drei Kameras sind super easy. Ja. Du hast die ohne Buchstaben, ist der Allrounder. Das ist die Kamera für Foto, das Video. Das ist nämlich, da wird es interessant, das habe ich nie geschnallt. Du hast die S, das ist die für Sensitivity, für extrem hohe Lichtempfindlichkeit und für Film. Und du hast die R, Resolution, für Auflösung. Hohe Auflösung, Maximum Schärfe, Maximum Detail, wahnsinnig viel Zeit zum Kroppen. Wenn du also nur fotografierst, würde ich dir wahrscheinlich eher eine R empfehlen. Wenn du sagst, ich will nur filmen, eine S. Und wenn du dir so ein bisschen unsicher bist, wahrscheinlich die ohne Buchstaben. Du hast so, ne? So. Also, ne? Also ne? Und dann hast du natürlich die noch 9? Die beiden Profikameras, ja. Die 9, die ist auf Speed getrimmt. Und die Alpha 1, die quasi diese drei Kameras, die 9er, die 7R und die 7S zusammenfasst in einer Kamera. Okay, da bin ich jetzt bekannte, also ich sag mal, ist ja... Ja, preislich natürlich. Ähnlich das Gegenstück zur Z9 bei Nikon ungefähr, sagt man. Ja, genau. So. Genau, genau. Das ist der Profi-Allrounder, richtig, ganz genau. Mit dem du alle Jobs machen kannst. Genau. 30 Bilder pro Sekunde, 50 Megapixel, 8K-Video, 4K-Video, alles drin. Das wäre doch was für dich, Palawan, oder? Aber ihr habt ja gerade über das Video gesprochen, der Preis. Ja, wir betteln genau, immer. Da ist der Preis immer das Thema. Genau. Bei der 9 gibt es da dann auch nochmal die Abstufung mit Resolution S und normal? Nein. Da gibt es nur die 9, die ist nur auf Speed getrimmt, weil die hat einen anderen Sensor. Ja. Nur diesen Stacked-Sensor. Würdest du die denn auch eher sehen im Bereich Video, Foto oder eigentlich scheißegal? Nee, die 9er ist wirklich rein für Foto. Für Foto. Also für Leute, die sagen, ich brauche das beste Tracking, ich brauche einen wahnsinnig schnellen Autofokus für Sport, für Veranstaltungen, für Hochzeiten. Aha. Weil dadurch, dass du ja mit der lautlos auslösen kannst, und zwar ohne Streifen im Bild, weil die den anderen Sensor hat, wird anders ausgelesen, ne? Genau, der sieht schneller. Ja, ganz genau. Und deswegen kannst du lautlos aufnehmen, ohne Qualitätsverlust. Ja. Das ist so die Besonderheit von diesem Stack-Sensor. Dann gibt es ja noch eine,
Kameraserie, die speziell an Videografen ist. Ich glaube ja auch mit Vollformatilfilm war mit den FX. Typen FX. Das und da steht immer auch Cinema Line dabei. Und da haben wir aktuell zwei Kameras, die klein sind, nämlich die FX30 APS-C und die FX3 ist im Endeffekt wie eine 7S3, aber mit noch ein paar mehr Video-Features. Und dann gibt es natürlich die ganz großen, die FX6, die FX9, da wird es dann immer größer, immer teurer, immer professioneller. Das wäre dann auch für die Profi-Video-Anwender in die Richtung. Also wenn du jetzt ein Filmteam draußen hast, die haben ganz häufig eine FX6 und eine FX3 als Backup oder als kleine Handkamera, mit der du halt schnell und einfach arbeiten kannst. Ist es denn dann wirklich so, dass, ich kann mich erinnern, als Kröte, ja, der Lachs kriegt mehr Zeit, das ist gerade so spannend. Ja, wir versuchen mal bei 5 Minuten zu bleiben. Ich kann mich als Kröte, 8 mm High, da hat man noch klassische Camcorder zum Filmen gehabt. Kein Fokuspunkt, gar nichts, irgendwie geht das immer. Gibt es sowas überhaupt noch auf dem Markt oder wird das immer mehr durch diese Geschichten verdrängt? Also die FX-Serie ist ja so, ne? Also wenn du eine FX6 nimmst, dann wirst du feststellen, Bedienung komplett anders. Die kann auch kein einziges Foto machen. Die FX3 und die FX30 können, aber die FX6 ist rein Video. Mhm. Die sind von der Bedienung darauf ausgelegt, dass du entweder alleine oder auch als 2- oder 3-Mann-Team filmen kannst. Da hast du die Bedienknöpfe an der Seite und bei den ganz großen dann Displays an der Seite, damit der Kameraassistent noch drauf gucken kann und so. Und das ist dann schon, das ist dann wirklich rein professional. Mehr geht nicht, Ende der Nahrungskette. Da gibt es oben drüber ja noch die Venice und gerade vorgestellt eine ganz neue, die Burano, die kleine Venice sozusagen. Und das ist dann richtig high. Da liegen wir beim Gehäuse 25.000 Euro, 50.000 Euro. Und für den ganzen Kram zusätzlich, ne? Wie Rekorder, Speichermedien, kommt die gleiche Kohle nochmal oben drauf und dann brauchst du noch Objektive. Also das ist nichts mehr für den Heimgebrauch. Okay. Aber gibt es auch noch. Dann habe ich jetzt unlängst gelesen, dass Sony eine Kamera entwickelt hat für Drohnen zum Adaptieren, wo gar kein... was ist da eine Idee? Also wenn ich jetzt im Endeffekt ist das eigentlich nur eine Sensoreinheit mit einem Prozessor. Okay. Ne? So. Ohne Optik? Der Optik natürlich auch zum Tauschen, aber du hast halt kein Display, du hast keine Einstellräder, weil du das Ganze dann über USB oder über LAN-Kabel oder wie auch immer steuerst. Das ist halt für industrielle Anwendungen, für Drohnen. Ja. Und das Ding ist halt noch viel kleiner, noch viel leichter. Und hat auch Vollformatsensor, ne? Und auch Vollformatsensor, genau. Und das ist aber wirklich very, very special. Ich wollte gerade sagen, da muss er schaubar sein, so ein bisschen. Auch. Genau, die habe ich selber auch noch nicht gesehen übrigens. Okay. Also die haben wir auch hier auf solchen Veranstaltungen nicht, weil hier geht es ja eigentlich um Kameras, die man in die Hand nimmt und man Content createdet. Das ist eher so Aerial, also so Anwendungen für Landwirtschaft und lauter so. Ja. Wenn wir jetzt mal von den ganzen, also das waren ja ganz, ganz viele Fakten, liebe Zuschauer. Also das glaube ich, sehe auch schon, mein Akku, der geht schon langsam zur Neige. Wechseln wir mal eben zum Ende nochmal ganz kurz, ich sage mal in deinen privaten Fotobereich. Womit fotografiert der Lachs, wenn er mal, oder fotografierst du privat, sagst du, komm, hau mir ab damit. Aktuell fotografiere ich mit einer Alpha 7 R5 und mit einer 6700. Aha. Ich habe die im Moment noch von Sony, deswegen benutze ich die. Hauptsächlich ist es aber wirklich so, dass ich inzwischen viel, viel mehr filme und ich habe eine FX6. Also für die ganzen Videoprojekte, die wir machen, für die ganzen Livestreams, für die Sachen, ist die einfach noch komfortabler. Du stellst die auf, schließt das Kabel an, bist fertig. Mehr oder weniger läuft. Und im Notfall noch ein Netzteil. Ja. Und bei allen anderen Kameras musst du dann Wege finden. Du brauchst einen Adapter, musst das Signal umkodieren, brauchst noch ein Netzteil. Absolut. Und da ist der Aufwand einfach viel höher. Ja, und deswegen habe ich irgendwann eine FX6 gekauft. Ja, cool. So, allerletzte Frage. Die Welt geht wie immer unter. Ja. Du kannst nur ein Objektiv behalten. 35-1-4 G-Master. Das ist mein Mann, da schlage ich doch rein. Dankeschön.